Günter Kumpitsch von der FPÖ ist nun an Bord. Sehr geehrter Herr Minister, geschätzte Zuhörer auf der Tribüne vor den Bildschirmen, Hohes Haus. Kollege Stöger, also der SPÖ ist die Verkehrssicherheit ein Anliegen. Und der Bundesregierung und dem Herrn Verkehrsminister offenbar nicht, weil er handelt ja populistisch. Das ist Populismus, was wir heute da bringen. Und jetzt frage ich Sie, ist es populistisch, wenn wir den Radfahrern beim Enden eines Radfahrstreifens das Einbiegen, das sichere ermöglichen, indem wir das Reißverschlusssystem einführen, dass der Radfahrer gleichberechtigter Partner wird gegenüber dem anderen Verkehr? Ist das populistisch? Oder ist es populistisch, wenn wir dafür sorgen, dass die Überquerung von Radfahrüberfahrten nach einem Modell geführt wird, das sich in der Vergangenheit bewährt hat, nach dem St. Pöltener Modell? Oder wenn wir dafür sorgen, dass in Zukunft noch mehr Radfahrer die Straßen benutzen werden, wenn wir sagen, okay, Kinder, die zwar ja noch nicht 10 Jahre alt sind, aber 9 Jahre, dürfen mit den Schulkameradinnen und Kameraden die Radfahrprüfung machen und wir sie dadurch eigentlich früher an den Verkehr heranführen. Ist das alles populistisch? Ich glaube nicht. Genauso wenig ist es. Genauso wenig ist es populistisch, wenn wir nun eine Testphase für das Abbiegen bei Rot einführen wollen, weil darum geht es. Denn was in anderen Staaten, der Herr Verkehrsminister hat es angesprochen, wie den USA, Kanada, Frankreich, Polen und Teilen von Deutschland gang und gäbe ist, soll bei uns unter wissenschaftlicher Aufsicht getestet werden. Und jetzt möchte ich einmal, wir reden viel drum, wann das möglich sein soll. In der StVO wird Folgendes stehen, dass Fahrzeuglenker nur dann bei rechts abbiegen dürfen, wenn sie zuvor angehalten haben, wenn eine Behinderung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere des Fußgänger- und Fahrzeugsverkehr für die freigegebene Fahrtrichtung ausgeschlossen ist, wohlgemerkt ausgeschlossen ist, und eben dieses Abbiegen durch eine Zusatztafel angezeigt wird. Wir wollen auch verhindern, dass Schwerfahrzeuge diese Möglichkeit nützen, indem wir Vorzeige und Busse über 7,5 Tonnen davon ausschließen. Und seien Sie sich eines gewiss, wir gehen auf die Bedenken ein, die vorgebracht werden. Und die werden auch Grundlage für diesen Test sein. Aber damit dieser Test vorgenommen werden darf, braucht der Herr Minister eine Verordnung, um diese Kreuzungen zu bestimmen. Und um diese Zustimmung bitten wir Sie auch in dieser Novelle. Danke.